Um ein direktes oder indirektes Zitat eindeutig einer Quelle zuweisen zu können, werden in wissenschaftlichen Texten Quellenangaben gemacht. Diese bestehen aus allen Informationen, die erforderlich sind, um die Quelle zu identifizieren. Der Verweis auf einen wissenschaftlichen Aufsatz in einer Zeitschrift, also einen Artikel oder Paper, benötigt eine Reihe von exakten Daten. Nehmen wir zum Beispiel diesen Artikel aus der Zeitschrift Angewandte Chemie International Edition. Bereits auf der ersten Seite des Artikels finden wir alle Informationen, die wir für die Quellenangabe benötigen. Der Titel des Aufsatzes ist die Überschrift. Direkt darunter werden die AutorInnen aufgezählt. Je nach Zitierstil müssen hier entweder tatsächlich alle in der angegebenen Reihenfolge aufgelistet werden oder nach zum Beispiel zwei oder drei Namen wird der Rest der Liste mit et al. Zusammengefasst. Et al. Kommt aus dem Lateinischen und bedeutet und andere, also in diesem Fall Zahn und andere. In der Quellenangabe muss außerdem das Veröffentlichungsjahr genannt werden und die Seitenzahl, auf der der Artikel im gedruckten Zeitschriftenheft erscheint. Die Seiten werden in der Regel beginnend beim ersten Heft des Jahres wieder bei 1 gestartet und sind dann für den Rest des Jahrgangs fortlaufend. Das zweite Heft, das in diesem Jahr erscheint, schließt also direkt an das erste an. In diesem Fall handelt es sich um den 47. Jahrgang, der 2008 erschienen ist. Der Artikel erschien auf den Seiten 3639 bis 3641. An den gedruckten Zeitschriften wird es vielleicht ein bisschen klarer. In der Bibliothek werden die Jahrgänge zu Bänden zusammengefasst und stehen beispielsweise im Zeitschriftenmagazin der Bibliothek Medizin-Naturwissenschaften. Hier benötigen wir nun den Jahrgang 2008 und die Seitenzahlen 3639 bis 3641, um den entsprechenden Band und darin den passenden Artikel zu finden.